Tja, meine Damen und Herren, Opel zeigt, wie Sie ganz deutlich sehen, keine Studien, sondern Autos, die fahren. Das ist der neue Opel Ampera. Er sieht sehr schnittig aus und ist dem Serienstatus schon sehr nah. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Serienauto. So wird er kommen und so fährt er auch schon. Dieses Auto, aber insbesondere fahren zurzeit sehr viele Versuchsträger. Wir sind also mitten in der Serienentwicklung und bisher sind wir im Plan, wir sind im Zeitplan und es funktioniert alles und es sieht gut aus, dass wir ihn auch so in den Markt bringen werden.